Du möchtest sehr schnell richtig viele Coins in IEFC24 machen, dann abonniere diesen YouTube-Kanal und lass ein Like auf das Video da, denn ich zeige euch heute in diesem Video die unfairste Trading-Methode in IEFC24 und Freunde, vertraut mir, das ist die komplette Münzeneskalation. Ihr seht, wie viele Spiele ich verkauft habe, ich kann euch gleich die Trading-Methode zeigen, ich würde euch unbedingt empfehlen. Guckt euch das Video bis zu Ende an, wenn ihr richtig viele Coins in IEFC24 machen wollt. Schickt das Video an alle eure Freunde, die das Game zocken, dann helft ihnen auf jeden Fall weiter. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei den Trading-Tipps und let's go. Und Freunde, wenn ihr jetzt diesen YouTube-Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, könnt ihr kostenlos in meinen IEFC24 Trading-Discord reinkommen. Hier kommen jeden Tag Trading-Tipps, Sniping-Filter, Investment-Listen und vieles mehr. Ich versuche da wirklich immer mein Bestes, euch zu helfen, richtig viele Coins zu machen. Deswegen kommt ihr sehr gerne in den Discord. Lasst Support auf dem YouTube-Kanal da und jetzt viel Spaß beim Video. Das Game ist noch nicht mal lange draußen und ich habe es jetzt schon geschafft, richtig viele Coins in IEFC24 zu machen. Das alles nur mit Trading. Naja, ich würde sagen, ein bisschen Packluck war auch dabei. Ihr wisst Bescheid. 60 Sterne, 50k bei Common Esports, bitte. Na, oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Son, Son, in vom Schatz. Son. Na, wirklich? Son. Oh mein Gott. Tauschbar. Naja, das auf jeden Fall dazu. Ich werde euch heute in diesem Video meine besten Trading-Methoden zeigen und werde euch zeigen, wie meine Coins komplett eskaliert sind. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr einfach. Jeder einzige von euch da draußen kann das Ganze ganz einfach nachmachen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt direkt mit den Trading-Tipps. Mich würde jetzt auf jeden Fall noch interessieren, wie viele Coins habt ihr aktuell in IEFC24? Schreibt es in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch direkt meine Methode. Und zwar kaufe ich auf dem Transfer Fairmarkt-Spieler zum aktuellen Preis beziehungsweise versuche sie sogar noch ein bisschen günstiger zu bekommen. Da zeige ich euch auch noch einen kleinen Trick und ich verkaufe diese Spieler dann teurer weiter. Das Ganze nennt sich UV beziehungsweise überteuert verkaufen und ich denke, ihr habt alle mal schon von dieser Methode gehört und viele von euch werden sich jetzt denken, yo, ich habe das 100-mal gehört, 100-mal gesehen, das funktioniert bei mir nicht und ich werde euch jetzt erklären, warum es bei euch nicht funktioniert und zwar liegt es daran, dass ihr einfach YouTube-Videos guckt, wo irgendwelche Trader euch eine UV-Liste zeigen, die am Ende eh nicht funktioniert, weil jeder dann die gleiche Liste hat und so eine Liste kann nicht funktionieren. Ich werde euch jetzt erklären, wie ihr eine eigene UV-Liste bauen könnt, die wirklich funktioniert, mit der ihr wirklich pro Tag 100, 200 oder sogar 300.000 Münzen ganz einfach machen könnt. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr einfach, funktioniert sehr schnell und ihr habt eigentlich kein Risiko, Minus zu machen, wenn ihr das Ganze richtig macht. Was ist erstmal wichtig? Ihr solltet 100 verschiedene Spieler auf eurer Liste haben. Das bedeutet, ihr solltet jetzt nicht 10-mal Luis Diaz haben oder 10-mal einen Coman haben, sondern wirklich jeden Spieler nur einmal. Und es kommt natürlich auf euer Budget an, welche Liste ihr euch baut. Auf eurer UV-Liste würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, SBC-Futter zu machen. Das heißt, ihr kauft euch ein paar 84er Karten, paar 85er Karten, paar 86er Karten, paar 87er, paar 88er, paar 89er Karten. Hierbei würde ich euch natürlich empfehlen, diese Spieler ein bisschen günstiger zu snipen, als sie aktuell sind, denn so könnt ihr euren Profit maximieren. Als nächstes würde ich euch empfehlen, auch einige Special-Karten auf eure UV-Liste zu packen. Warum? Special-Karten sind auf jeden Fall viel seltener als normale Gold-Karten, weil sie ja meistens nur eine Woche zu ziehen sind. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall Team of the Week Karten empfehlen oder auch Eventkarten wie RTTK könnt ihr ganz einfach auf die UV-Liste raufpacken. Zum Beispiel diesen Wiffer kann man ganz einfach mitnehmen, einen Bonucci, einen Machado, wen auch immer, ihr könnt euch einen Mertens mitnehmen. Diese Spieler sind gut für eine UV-Liste. Genau das gleiche auch bei den Team of the Week Karten. Ihr könnt einen Alderweireld zum Beispiel einfach draufpacken, einen Orsolini, einen Watkins, wenn ihr Bock habt. Also ihr könnt euch da einfach ein paar Spieler raussuchen und diese auf eure Liste packen. Und Spieler, die auch immer sehr gut auf so einer Liste funktionieren, sind OP Gold Meta-Karten, die wirklich fast gefühlt jeder spielt, wie zum Beispiel eine Rolfö, wie zum Beispiel ein Lorente. Solche Karten funktionieren auch teilweise sehr gut. Ich würde euch da empfehlen, auf jeden Fall den Preis nicht allzu hoch machen, denn ihr wollt ja diese Spieler
Spiele so schnell es geht loswerden bzw. verkaufen, weil die Goldkarten werden jetzt von Woche zu Woche immer weiter droppen. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall eher zu den Special-Karten raten. Ich persönlich gehe da ein bisschen Risiko ein und habe auf meiner Liste auch ein paar von diesen Karten. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Nunez auf die Liste packen. Es gibt wirklich unendlich viele Spiele, die ihr auf die Liste packen könnt. Und wenn ihr jetzt ein bisschen weniger Budget habt, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze zu starten mit Gold-Rare-Karten und Gold-Non-Rare-Karten von Top-Nationen und Top-Ligen. Wenn ihr euch dann 100 verschiedene Spieler gekauft habt, kommen wir jetzt zu dem allerwichtigsten Teil, und zwar der Preis. Denn der Preis ist wirklich entscheidend, ob eure Spieler im Endeffekt weggehen oder ob eure Spieler nicht weggehen. Hier zum Beispiel ein kleines Beispiel mit einem Ruben Dias, den ich für 21.750 Münzen gekauft habe. Diesen Ruben Dias werde ich jetzt ganz einfach für 25.500 Münzen draufstellen und ich werde euch jetzt erklären, warum. Und zwar, ihr wisst ja, man muss 5% EA-Steuer bezahlen. Das bedeutet, wenn ich ihn für 25.500 Münzen verkaufe sozusagen, muss ich noch 1.275 Münzen Steuern bezahlen und 2.475 Münzen wäre sozusagen mein Profit, die ich mit dieser Karte mache, wenn die Karte weggeht. Das ist sozusagen ein guter Punkt, denn umso teurer die Karte ist, umso mehr solltet ihr sozusagen draufschlagen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt 83er verkauft, 82er, dann könnt ihr ein bisschen weniger draufschlagen und bei teureren Karten müsst ihr ein bisschen mehr draufschlagen. Ihr müsst sozusagen nur auf diese 5% achten, dass ihr sozusagen einfach Gewinn macht. Und ob ihr jetzt pro Karte 1000 Münzen Gewinn macht oder 5000 Münzen Gewinn, spielt keine Rolle. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die Gewinnrate so niedrig wie möglich zu halten, denn so gehen umso mehr Spieler pro Stunde weg und umso mehr Spieler weggehen, umso mehr könnt ihr nachkaufen und umso mehr Coins könnt ihr dann pro Stunde, pro Tag, pro Woche machen. Und wenn ihr jetzt noch mehr Trading-Tipps sehen wollt, dann abonniert einfach diesen YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr direkt eine Benachrichtigung, wenn ein neues Trading-Video online kommt, dann könnt ihr euch das direkt angucken, könnt die Trading-Tipps direkt nachmachen und richtig schnell und einfach Münzen machen. Kommt auf jeden Fall auch unbedingt in meinen kostenlosen IFC24 Trading Discord. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Coins machen. Dankeschön für den Support. Haut rein, meine lieben Freunde, und ciao.